Die Nieren übernehmen lebenswichtige Aufgaben. Sie filtern etwa Giftstoffe aus dem Blut und halten den Salz- und Wasserhaushalt konstant. Eine Nierenschwäche, auch Niereninsuffizienz genannt, kann deshalb ernste gesundheitliche Folgen haben. Im fortgeschrittenen Stadium wird oft eine Blutwäsche, die Dialyse, notwendig. Eine Ernährungsanpassung kann dabei helfen, die Blutwäsche sowie die Nierenfunktion im Allgemeinen zu unterstützen. Und zwar so. Erstens, Eiweiß nur in Maßen verzehren. Wer noch nicht dialysepflichtig ist, sollte die tägliche Eiweißzufuhr eher gering halten. Denn Studien zeigen, dass eine eiweißarme Ernährung im Frühstadium das Fortschreiten der Erkrankung verzögern kann. Wenig Protein steckt in Gemüse und Obst. Sehr eiweißreich sind dagegen Geflügel und Rindfleisch, Milchprodukte, Eier, Fisch und Meeresfrüchte. Zweitens, auf eine salzarme Ernährung achten. Bei Menschen mit Nierenschwäche kann ein hoher Salzkonsum zu einem Blutdruckanstieg und Wassereinlagerung führen. Besonders viel Salz ist in stark verarbeiteten Lebensmitteln enthalten. Daher gilt, möglichst selbst kochen und viel frisches Obst und Gemüse essen. Drittens, die Kaliumzufuhr reduzieren. Der Mineralstoff Kalium wird zum Großteil über die Nieren ausgeschieden. Bei einer Nierenschwäche besteht deshalb die Gefahr, dass der Kaliumspiegel stark ansteigt. Fachleute empfehlen Betroffenen daher, pro Tag nicht mehr als 2 Gramm Kalium mit der Ernährung aufzunehmen. Besonders kaliumreich sind etwa Bananen, Trockenfrüchte und Nüsse.